Tara auch, ich grüße euch, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier was ganz Besonderes. Was ganz Besonderes ist hier drin. Es steht eigentlich im Titel, von daher kann ich mir das klemmen. Hier drin sind die neuen Toffifee White aus Österreich. Denn bei uns in Deutschland sind sie noch nicht zu haben, erst ab September. Jetzt aber am 5. August habe ich sie schon hier. Ich hoffe, es ist alles okay mit denen, denn die letzten 2-3 Tage waren affenheiß. Und gucken wir mal, ob sie es überstanden haben. Die liebe Daniela hat sie mir zugeschickt aus Österreich. Vielen, vielen herzlichen Dank an dich. Heute sind sie angekommen und wir gucken jetzt direkt rein. Und wie gesagt, ich habe selber noch nicht den Plan, ob sie es gut überstanden haben. Ich hoffe, sie sind nicht weggeschmolzen. Ich mache das jetzt mal auf hier. Ich bin so gespannt. Dann werden wir sie probieren. Eine Revolution Toffifee White. Was heißt Revolution? Es gab auch Toffifee Coconut schon. Sie haben dann ja irgendwann mal angefangen, auch wie viele andere Hersteller, ich sag mal Kinder White hier und dort, ne? Oder Kinder Dark, die es dann gab. Und auch tausend andere berühmte Süßigkeiten, die dann irgendwann mal mit anderen Geschmacksrichtungen angefangen haben. Giotto hier mit Cookies and Cream oder Sorted Caramel gab es natürlich auch überall. Peanut Butter hier und dort. Und jetzt aber eben auch Toffifee mit weißer Schokolade. Ob noch irgendwas anderes ist, das werden wir sehen. Doch zuerst einmal die Packung. Die sieht schon mal gut intakt aus. War in der Aktion bei Hofer, also Aldi in Österreich. Ob sie jetzt grundsätzlich überall in Österreich schon zu haben sind oder nur bei Hofer so ein Vorabangebot war, das kann ich euch nicht sagen. Hier auf jeden Fall die limitierten. Ich freue mich mega drauf. So schokoladig weiß, so lecker. Der einzigartige Genuss von Toffifee White Chocolate. Das beliebte Toffifee gibt es jetzt mit einer hellen Cremefüllung und einem Klecks weißer Schokolade. Für alle, die weiße Schokolade lieben. Sie hatte mir hier auch noch was reingepackt. Das mache ich, glaube ich, in einem, genau, sollte ich in einem 5-Dinge-Video, das hier rumfliegt, machen, hatte sie, glaube ich, gesagt. Draghi-Kekse. Das ist, glaube ich, auch ein Klassiker aus Österreich. Also hier hat die Schokolade ein bisschen gelitten. Jetzt hoffen wir mal, dass das hier nicht so ist. Ich lasse euch sogar zuerst gucken, wie die Schokolade aussieht. Also ich sehe es noch nicht. Ihr könnt es sehen, ob hier irgendwas weggeschmolzen ist. Oh, ich sehe hier hinten einen Fettfleck. Oh, shit. Aber 2 sind noch fast intakt, von daher, schlimm wäre jetzt, wenn gar keins mehr intakt wäre. Gut, ein bisschen geschmolzene Schokolade am Deckel. Ja, also ich glaube, diese beiden hier gehen völlig in Ordnung und das reicht fürs Video. Beim Rest sehen wir jetzt mal drüber weg. Ich könnte ja die Schokolade wieder einschmelzen und oben drauf machen. Wir machen sie jetzt mal zusammen auf und hier an dieser Stelle. Mich stört das wirklich gar nicht, dass die geschmolzen sind. Natürlich sehen sie nicht ganz so schön dann aus, aber ich finde es gerade mega, dass ich die hier euch schon vorstellen kann. Und dann ist die verschmolzene Schokolade jetzt auch hier nicht das Schlimmste. So, wir können nämlich zum Beispiel den hier nehmen, der sieht doch schon fast intakt aus. Also hier sieht man unten halt das Toffee, oben dann die weiße Schokolade und dann hier nochmal diese Magermilchcreme. Und da drin wird dann auch die Haselnuss sein, 10%. Und man sieht auch, was sieht man daran, dass es weiße verlaufen ist. Wieder ein bisschen Wissenschaft nebenbei, ganz leichte Kost. Die Schokolade hat hier den niedrigsten Schmelzpunkt und deswegen hat sie sich verteilt und der Rest ist ja eigentlich in Stand geblieben. Wir können nämlich zum Beispiel hier sehen, dass die Schokolade hier einfach komplett aus der Füllung rausgelaufen ist. Und darunter können wir die Nuss erkennen, also hier Inside of Toffifees. Dem Teil geht es jetzt natürlich auch an den Kragen. So sieht sie von innen aus. Oder ist das Toffifee, der Toffifee? Ihr wisst schon, die Toffifee nennen wir sie jetzt einfach. Die Toffifee, eine Fee aus Toffee. Also Haselnuss, Karamell, Creme, ne, das seht ihr hier, die Milchcreme und darüber der Klecks weiße Schokolade. Bei aller Freude über dieses neue Produkt muss es natürlich noch schmecken. Riecht wie Toffifee, gerade dieses Karamell ist ja auch mit das Geilste, sagen wir mal ganz ehrlich. Schauen wir mal, wie es mit weißer Schokolade schmeckt. Beißer oder lass es im Mund zergehen. Ich sage nicht dieses andere Wort, was man jetzt eigentlich sagen würde, statt Beißer. Jetzt ratet mal, wie es schmeckt. Wie Toffifee mit weißer Schokolade. Genau das ist das, was man hier bekommt. Der Karamell, wieder das Karamell, wieder schön zäh. Die Cremefüllung innen drin. Ist halt so ein bisschen ja, cremig, wie soll man es sonst nennen. Die Nuss ist auch geröstet, hat einen schönen Nussgeschmack und oben die weiße Schokolade. Es kommt einem dadurch ein bisschen süßer vor.
Auch schön knackig, die Nuss. Ja, aber richtig gut. Was man natürlich auch noch erwähnen muss, es schmeckt zwar sehr ähnlich wie Toffifee, weil ich finde dieses Karamell und die Nuss selbst prägen den Geschmack am meisten, aber auch diese Creme ist ja leicht anders. Man hat bei dem klassischen Toffifee so eine Haselnuss-Nougat-Creme, hier hat man so eine Magermilchcreme. Es ist dadurch so ein bisschen nussiger, die Sorte mit dunkler Schokolade oder mit Vollmilchschokolade. Und das Ganze hier ist einfach so ein bisschen süßer. Allgemein so eine Magermilchcreme, Magermilchpulver, ist ja auch viel Milchzucker einfach drin. Ist auf jeden Fall deutlich süßer, aber eben diese Nussnote hat man immer noch durch die Haselnuss, aber eben auch nicht mehr so krass dieses Haselnuss-Nougat-mäßige, was man dann bei den Toffifee hat. Also man schmeckt, dass es ähnlich ist, dass es verwandt ist, aber es ist dann doch hinreichend anders. Und von daher bin ich gespannt, wie das Produkt bei den Leuten ankommt. Wenn ihr schon probiert habt hier beim Erscheinen des Videos, weil ihr aus Österreich kommt, oder auch gerne, wenn ihr das Video im Nachhinein gesehen habt, wie findet ihr Toffifee White? Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich finde sie ganz gut. Aber ganz ehrlich, ich werde auch bei den klassischen Toffifee bleiben, weil ich finde, diese Schokolade, diese dunkle Schokolade, Vollmilchschokolade, die harmoniert einfach noch mehr mit dem Karamell und mit dem Haselnuss. Aber das hier ist auch lecker, aber eben auch eine ganze Ecke süßer vom Geschmack. Trotzdem ein super Produkt und, naja, angeblich limitiert, wobei ich denke, wenn das gut läuft, kommt das vielleicht auch immer mal wieder. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ups, ist runtergefallen. Und herzlichen Dank nochmal an Daniela fürs Zuschicken und euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.